wohin die Wege uns auch führen. Unsere Natur verbindet uns und lässt uns erkennen, was im Leben wirklich zählt. Und das ist gut, besser, Gösser. Um das Wertvollste zu bewahren, nachhaltig gebraut. Was ist neu bei Ford? Nutzen Sie das Angebot Service von Ford Huber Kapfenberg. Dieses Mal gibt es gleich zwei neue Modelle von Ford im Autohaus Huber in Kapfenberg zu bewundern. Zum einen den neuen Ford Puma, der sich vom sportlichen Cityflitzer der 90er Jahre zur Offroad-tauglichen Wildkatze entwickelt hat. Und zum anderen den Ford Kuga im komplett neuen Design. Erfahren Sie alles über PKW-Modelle, Nutzfahrzeuge mit den verschiedensten Antriebsvarianten. Beide Modelle sind mit den neuen, sparsamen und umweltfreundlichen Hybridmotoren ausgestattet. Den Ford Kuga gibt es auch als Plug-in, der bis zu 60 Kilometer Reichweite rein elektrisch fahren kann. Die neuen von Ford, Kuga und Puma, jetzt Probefahren. Autohaus Huber, Kapfenberg. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. Es ist schon lange kein Traum mehr, sondern die E-Mobilität wird die Zukunft. Alles über E-Mobilität von Kia, jetzt im Autohaus Huber, Nickersdorf. Wir stellen Ihnen heute unsere neuen E-Fahrzeuge vor, den Kia e-Niro und den Kia e-Soul. Die Fahrzeuge sind nicht nur wirtschaftlich, sondern haben auch wirklich Motorleistung. Wir haben beim Long Range 204 PS Elektromotor 395 Newtonmeter Drehmoment. Das heißt, diese Fahrzeuge sind nicht nur wirtschaftlich, sondern machen auch wirklich Spaß. Wenn man will, kann man das Auto auf einer Kreuzung loslassen. Es schnepft los wie ein Gummiringerl, Beschleunigung ohne Ende. Und wenn ich dann auch anders will, kann ich wirklich sparsam durch die Gegend fahren. Alle unsere Ausstattungen haben serienmäßig schon das 7 Zoll Media Display drinnen mit Navigation, die alle E-Tankstellen, also E-Ladestationen anzeigen. Und das Auto rechnet automatisch schon, wie weit kommen wir und wo kann ich am besten das nächste Mal tanken. Eine unverbindliche Probefahrt wird Sie begeistern. Vereinbaren Sie einen Termin bei Kia Autohaus Huber Nickersdorf. Gefällt's mir? Ja, da gefällt's mir auch. Grüß dich, darf ich dir für ein Bier lohnen? Nein, aber darf ich dir für ein Kracherl lohnen? Das Gösser Bierkracherl für Erwachsene. Absichtlich alkoholfrei. Prost! Prost! So viel da, jetzt das nicht geben. Gut, besser, Gösser Kracherl. In der Unterliga Nordag geht es an diesem Wochenende in die dritte Spielrunde und da trifft der SV Dörl im Heimspiel auf die starken Stanzer. Und die Stanzer, die haben wir überrascht, die sind Tabellenführer. 2 Spiele, 6 Punkte, ein Torverhältnis von 9:2. Aber ein Handicap gibt es heute. Der Tormacher der Stanzer, der Auer Georg, ist heute nicht dabei, der ist verhindert. Wir wünschen uns ein tolles Spiel. 450 Zuseher sind auf die Dörler Sportanlage gekommen. Stanz, der Überraschungstabellenführer, wird heute in Dörl sicher gefordert. Der Schiri heute, Daniel Hofer aus Unterbremstetten. Und der Matchball kommt vom Dörler Bürgermeister, von Günther Wagner. Los geht's! Dörl mit erstem Angriff! Und Kriegelschuss, der Schuss nicht das Gelbe vom Ei, das kann der Andreas natürlich besser. Nun ist Stanz dran, dummer Ballverlust da in aussichtsreicher Position. Stanz bleibt dran, will sich da Respekt verschaffen. Schiri Dani Hofer mit guter Laufarbeit, sehr umsichtig.
Der Stanzer Bernhofer geht da im Dörler Strafraum zu Boden. Der will natürlich einen Pfiff, aber der Schiri sagt, weiter geht's. Dörl spielt da gefällig, aber rausholen kann man noch nichts. Aber dann ein schöner Angriff der Dörler und da gibt's auch schon das 1:0. Der Torschütze Andi Kriegel, die Neuerwerbung, ein Dämpfer für die Stanzer. Ja, und ein Nacktflitzer hat sich da auch eingeschlichen. Aber Stanz will da gleich antworten. Dörl entschärft den Angriff der Gäste. Die Heimischen vom Führungstor beflügelt dürfen abermals jubeln. Nach Rodler Reingabe gelingt Kernbichler das 2:0 und sagt Danke. Stanz Freistoß gibt es auch noch. Aber den vierbeinigen Fan da hat der Freistoß nicht erschreckt. Mit dem 2:0 der Dörler geht's in die Pause. Auf geht's in die zweite Halbzeit. Ja, was kommt jetzt zweite Halbzeit von den Stanzern? Können die dieses Spiel noch drehen? Dörl kommt auch in Hälfte 2 gut ins Spiel. Der junge Florian Dissauer pariert das super im Stanztor. Die starke Angriffsseite der Heimischen ist die rechte Seite. Länger hat es da nicht schwer und stellt da auf 3:0 nach super Eingabe. Darauf folgt ein Abwehrfehler der Gäste. Die Folge natürlich das 4:0 durch Andi Kriegel. Kriegel hat da kalt eingenetzt. Florian Ebner ist immer eine Stütze der Stanzer, macht da das 1:4 aus Stanzer Sicht. Aber die Dörler Antwort, die kommt postwendend. Prelotznik besorgt er das 5:1. Ein Wahnsinn. Florian Dissauer heute im Tor der stärkste Stanzer. Der Dörl-Dreier ist natürlich schon in trockenen Tüchern. Einen guten Gästefreistoß gibt es da auch noch, den wollen wir nicht vorenthalten. Bichelbauer pariert das super im Dörl-Tor. Immer wieder Florian Dissauer. Nach toller Dörl-Kombination stellt Kriegel auf 6:1. Und Marcel Ofner setzt da noch einen drauf. Der Heimkehrer macht das 7:1 für die Dörler. Und das war's auch schon. Dörl schlägt Stanz mit 7:1. Die Stimmen zum Match. Der Florian Dissauer im Stanzertor hat heute einen schweren Stand gehabt. Er hat super gehalten. Was sagst du zum Spiel? Ja, wir haben eigentlich relativ gut in die Partie gefunden. Am Anfang ist es gut gegangen. Und dann, wenn wir das erste Gegentor gekriegt haben, da ist es auf bergab gegangen in der Halbzeit 2:0. Das kann man noch dran, aber jeder hat den Schädel reingesteckt. Aber ja, kann man nichts machen. Ich habe hinten probiert, was ich kann. Aber leider heute ist nichts gegangen. Ja, der Druck der Dörler ist natürlich immer stärker geworden. Ja, und es ist schon bitter, wenn du zwei
Spiele so gut spielst, hoch gewinnst und dann fährst du da einer und kriegst du selber eine Klatsche. Ja, aber beim nächsten Match werden wir das sicher wieder besser machen. Daheim, da holen wir uns wieder die 3 Punkte. Ja, der Andreas Kriegel war heute maßgeblich bei diesem Schützenfest für die Dörler beteiligt. 3 Tore geschossen und eine starke Partie gespielt. Ja, es war die gute Reaktion aufs Panik-Match, weil da waren wir nicht so gut. Und ich habe gesagt, das passt mit dem 7-1. Ja, und natürlich, man merkt schon, gell, in der Unterliga ist es ein bisschen leichter zum Andrucken wie in der Landesliga. Ja, ist natürlich leichter, aber man muss halt auch seinen Kampfgeist reinhauen, dass es überpass geht. Das ist einmal klar. Wie gefällt es dir in Duell? Ja, Partie super, Trainer passt. So schauen wir, dass wir da vorne mitspielen können. Ja, wie du sagst, vorne mitspielen war natürlich schön, aber was Dörler hat, ein tolles Publikum. Ja, die Zuschauer sind immer da, ist Weltklasse, passt alles. Kann man sich nicht besser anrichten, hätte ich gesagt. Wo geht's hin? Nächste Partie, auswärts? Steinachhaufe. Da werden wir natürlich auch einen 3 einfahren. Alles Gute. Danke.